Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Drakensang Online. Challenge Nummer 2. Kamparos Schrecken ist nun da. Joa, zugeben gibt es hier 50 Kleeblätter, 8 Opfergänge, 2 Kreskerit. Hab mittlerweile auch richtig gelesen, dass die nicht Kresit heißen oder so, sondern Kreskerit. Oder Kreskerit, oder was auch immer die sich nennen. Pet Upgrade Items fertig. 13.880 Draken hätte ich. Bin immer noch am Überlegen, was ich mir dann genau hole. Und auch immer am Überlegen, wie macht man das Crafting, weil es droppen wirklich nur Items hier Platinverzauberung auf. Lila Items. Ich habe bis jetzt noch. Okay, ich habe einen einzigen Ring gefunden, wo einmal Platin Blockstärke drauf war. Aber wenn man halt die nur so selten findet, dann macht das halt auch keinen Sinn, da dann nachzusuchen. So, ja. Da bin ich jetzt auf die Idee gekommen. Da man ja unendlich viel Gold einfach auch erfarmt, so seit dem Update. Wie ihr sehen könnt, hab ich da schon 10.000 Gold. Und das ist ein Hauch von nix von Arbeit gewesen. Also man bekommt das quasi hinterhergeschmissen. Ich war ein bisschen dabei, Rezepte zu farmen für die Edelsteine, beziehungsweise halt die Zutaten. Bis ich gemerkt habe, so, oh Digga, also du farmst die ganze Zeit auf Infernal 3, ne? Das ist eigentlich nicht so schlau, da du erstmal die auf grün machen musst und dann erst auf blau. Da habe ich so gedacht, so, ja, hat wohl jemand recht. Oh, und da habt ihr direkt schon gesehen, ja. Gummiband, seit 5 Jahren, seit 7 Jahren, seit Anfang des Spiels dabei und immer noch nicht gefixt. Ich meine, ist auch schwer sowas, ne? Ist ja auch unglaublich schwer, was zu fixen, weißt du? Ist halt einfach insane, weißt du? 6 Monate Arbeit, ne, 7 Jahre, ne? Immer noch nicht gefixt, ne? Ist halt einfach nicht möglich für die. So wie das Spiel irgendwann irgendwie nochmal gut zu machen. So. Was man einfach sagen muss, ist, dass das bei diesem Event unglaublich nervt, das Gummiband. Weißt du, wo ein Event, worauf es ankommt, wo man steht, damit man nicht getötet wird. Und was ist dann? Dann gibt es wieder halt den Effekt, dass deine Position random verändert wird. Ja, ich meine, wenn man weiß, wo seine Schwierigkeiten liegen, dann sollten doch am besten nicht die doch dann genau Event machen, wo man ganz klar sagt, ey, guck mal, wir sind echt scheiße in dem Punkt. Und wir haben hier ist noch ein Event, um das zu beweisen. Wie heißt es im Mini-Event? Wieder sogar noch richtig heftiger. Werdet ihr da gleich sehen. Ich mache zur Zeit halt auch immer den Bär mit. Einfach wegen den Drakenkern. Weil man halt die auch nicht mehr so schnell farmen kann wie früher. Ich meine, es können makellose Kerne von dem Boss droppen. Was soll makellose Kerne? Makellose Kerne sind so unnötig geworden wie zur Hölle. Ich meine, die makellose Kerne, die droppen auch aus diesen Schatzkisten am Ende einer Kuhwelt. Nein, einer Zwischenwelt. Und dann können die noch bei Dropbossen droppen. Ey. Ich habe hier makellose Kerne, die ich nie verwenden werde. Da die Kerne, die man verwendet, Steigerungskerne und Drakenkerne sind. Ich craft mir tatsächlich nochmal die neuen Sachen. Dann braucht man es vielleicht ein paar Mal, aber weißt du, wenn ich dann mal hier ein paar CWs nach oben spiele, bam, habe ich schon wieder genügend. Dann habe ich schon wieder genügend makellose Kerne für alles, was ich machen möchte. Oh, Kostüm mitnehmen, auf jeden Fall, weil die Kostüme sind. Okay, 3 Gold, das ist jetzt das am wenigsten wertvollste Kostüm, was ich jetzt bis jetzt ja gesehen habe, aber 3 Gold ist besser als nichts, ne? Warum kann sich das Scheißteil bewegen, ne?
Was ich versuche zu vermeiden, sind halt diese Champions, die zu besiegen. Und da es hier mehr oder weniger auf die Zeit ankommt, weil die Challenge hier geht nur 4 Tage und dann kann man wieder halt nur halb so viel Drakenkerne farmen. Deswegen versuche ich hier alles stehen zu lassen und einfach nur die Drakenkerne zu farmen, weil die Items kann man auch woanders erfahren. Das heißt, ich versuche es halt so möglichst wie es geht, halt nur durchzukommen. So. Also ab und zu, weißt du, in gewissen Events könnte man gerne unendlich viele Mobs spawnen lassen. Und in gewissen Events bitte halt keine, weil hier nerven die einfach nur. Besonders hier in dieser Mini, ich glaube, das wird sogar noch heftig. Oh, da hat jemand gerade ein Recipe für die royalen Gems bekommen. Würde mich auch freuen, wenn mir das mal droppt. Kaufen werde ich mir die wohl nicht. Beziehungsweise kaufen würde ich mir die erst, wenn ich für alle Steine alle Zutaten in einem zusammengesammelt habe. Und für alle Steine meine ich halt nur die Offensiven, weil in dem Spiel zählt ja nur noch Offensive. Defensive ist komplett egal. Ja, ich habe letztlich PvP gespielt, wegen einer Daily Quest hier. Ist doch hier Q, Daily Quest T. Habe ich die 15 Kleeblätter bekommen, bin jetzt bei 61. Ja, und gemerkt so, ja, das PvP ist halt eben irgendwie noch beschissener. Weil weißt du, jetzt ist man gezwungen, dieses dreckige PvP 3 Minuten lang zu ertragen, anstatt nicht direkt gewonnen zu werden. Das ist echt Cancer. Ich bin hier doch nicht, ich spiele das Spiel doch nicht wegen PvP. Also, bevor ihr noch weitere Ressourcen in PvP versenkt, dann entfernt es doch bitte sofort und ganz. Und macht dann lieber das Spiel PvE-mäßig geil. Weil Hack and Slay ist halt ein PvP-Spiel. Ansonsten heißt es Battle Royale. Weil das einzige PvP-Spiel mit einer Top-Down-Alt-ISO-Ansicht ist, soweit ich weiß, Battle Royale. Was anderes weiß, kenne ich jetzt gerade nicht. Und da funktioniert alles gut. Aber es macht halt keinen Sinn im Spiel, wo man halt farmt. Wo das halt eigentlich der Hauptteil ist. Wie gesagt, Diablo 3 hat es halt auch nicht. Exile hat auch halt unbalanced, weil Hack'n'Slay ist kein PvP-Genre. Definitiv nicht. Ich meine, Drakensang hat es mal richtig gut geschafft, PvP in der, hier in, zu implementieren. Zu 45er Zeiten mit einem enormen Farming-Hintergrund auch. Also musste auch ordentlich gefarmt haben, damit man PvP was reißen konnte. Man kann auch sagen, das war unbalanced as hell, weil wenn man halt kein gutes Equip hatte, war Peng, aber damals war das PvP echt genial und man hatte auch Spaß dabei, das zu spielen. Ich meine, ich kann mich noch erinnern, dass ich relativ Kack-Charakter hatte und deswegen halt nicht wirklich was im PvP gerissen habe. Allerdings, als ich dann mal eine Waffe und den Torso dann mal ausgerüstet hatte und gemerkt habe, oh, ein defensiver Torso bringt immens, Alter. Aber ich dann war meine wie heißt es, KD plötzlich bei 3 zu 1, anstatt bei 0 zu 26 oder so. Beziehungsweise bei 1 zu 1. Aber damals dachte ich mir so, boah, das ist ja ein richtiger Geheimtrick, Alter. Mit fett Rüssi dann da reingehen und dann da alles aushalten und die Leute dann platt machen. Ja, und weißt du, und dann kam auch noch das Geile, durch PvP wurde das PvE genervt, in Form von weniger Run-Speed. Man hat einfach den Grund-Speed damals einfach gesenkt, weil man sich dachte, ja, also im PvE, also im PvP, PvP, ja, da sind die einfach ein bisschen zu schnell. Ja, dann bestraft man damit auch halt die PvE-Spieler, die schönen Run-Speed gekauft haben. Ihr seid jetzt einfach langsamer, weil, ja, PvP, ne? Also wie gesagt, also richtig machen können die halt nichts. Beziehungsweise, die haben ja das gesagt mit Fairness, ja? Aha, okay. Also was ist, wenn man PvP Level 50 ist und dann gegen einen Level 1er kämpft? Ist das PvP Fairness? Alles klar, Dankeschön, die Leute. Also das sind wirklich die krassesten Grandmasters überhaupt drin. Und ich würde auch mal sagen, das nächste große Update kommt erst in 3 Jahren, weil man hat ja gesehen, 6 Monate dieses Update und ja.
Weniger Zeit wird es garantiert nicht brauchen, denn Big Punch stellt dieses Spiel aufs Abstellgleis, um es demnächst irgendwann einzustampfen, weil es lohnt sich ja echt nicht mehr. Ich meine, wenn man guckt, wie wenig man hier noch payen kann, wie die versuchen, ja, boah, wir versuchen es für die normalen Spieler auch zu machen. Allerdings, die normalen Spieler denken die halt, dass das Spieler sind, die 20 Stunden am Tag zocken. Ne, ist halt eben nicht. Und so wird es halt in der darauf rauslaufen, dass entweder. Beziehungsweise man kann auch noch nicht mal wirklich sich den Fortschritt erpayen. Wie ich letztlich im Forum erzählt habe, ja, die Platinwerte sind deutlich seltener als die Goldwerte von damals, damit ihr auch eine Langzeitmotivation habt. Weil das Wort ist in deren Maul ist schon richtig Cancer und like so ein ausgefahrener Mittelfinger in die Fresse, like. Ja, Langzeitmotivation, boah, als ob. Das ist einfach nur Streckung der Zeit, weil ihr zu inkompetent seid, irgendwas zu programmieren. Deswegen macht ihr den Fortschritt jetzt einfach so weit, dass man im Maximum erst in 3 Jahren ist. Damit man jetzt so sagen kann, oh, also solange ihr noch nicht solange ihr noch nicht auf dem Maximum seid, dann brauchen wir noch nichts Neues machen. Ja. Habe ich das gerade irgendwie zweimal aktiviert? Ah, ich habe R einmal gedrückt. Oh, erstmal. Hoffentlich kann man die wegmachen. Hoffentlich kann man die. Ist es nicht zugewiesen jetzt? Boah, und die sind so geil und man kann die nicht wegmachen, Alter. Boah, nur Scheiße können die, Alter. Oh, schön, wenigstens weit weg. Gibt es irgendwas mit O? Das benutze ich eh nicht. Guck mal, da. Oh, lol, Moment mal. Nee. Wenn ich. Das ist jetzt okay. Dann bleibt ja aber das komische R stehen, was richtig bescheuert ist. Ah, ne, jetzt habe ich das falsche Ding genommen. Auch mega geil. Wie heißt es? Verbaust-Taste 1, 2 und 3. Geil. Ich weiß ja auch direkt, was hier 1, 2 und 3 ist, ihr Fotzen. Oh. Das sollte Q bleiben. Ja, dann hätte ich die beiden jetzt entfernt. Geil. So geht das. Wenn ich U drücke. Wenn ich einfach nur R drücke. Perfekt, Alter. Entfernt. So, ich werde noch 20 Mal Werbung in dieses Video reinstecken, denn Drakensang-Videos hat nichts anderes verdient. Ja, dann würde ich mal sagen, das war Challenge Nummer 2. Bis zum